Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die Geschichte von Jude gemacht, die zweite. Oh geil. Quarzklotz, okay. Warum nicht? Und jetzt sind wir immer noch in Sheraton und mein Gott, das finde ich nicht alles. Okay. Und ja, das hat mich alles vollkommen aus dem Konzept gebracht. Wir sind hier in Sheraton und wir wollen noch einige andere Charaktergeschichten machen. Und ja, ich weiß noch nicht, welche als nächstes kommt. Ich gehe einfach auf die Karte und werde mir die nächste aussuchen. Aber jetzt, wo ich hier den ganzen Dinger gefunden habe, fielen auf, hier ist auch irgendwas gewesen. Okay, das soll es, warum nicht? Das auch. Direkt hier ist ja eine, sehe ich gerade. Okay, von wem? Von Leia. Hm, von wem haben wir denn bis jetzt noch nicht? Wir haben von Mila noch nicht, ne? Egal. Leia, na, Leias Geschichte fortsetzen? Na klar. Oder? Ja, machen wir mal. Leia, Kapitel 2, was hätte sein können? Hey, man sieht schon wieder voll ab. Are you okay? I saw Drissel while I was out snooping for leads. She said a bunch of Spurious agents have gone missing in action. Mighty Spurious agents MIA? Must be one dangerous job. She thinks a fractured dimension might have something to do with it. Oh God. Vera here. We've detected a new fractured dimension, but... Mein Gott, das sind richtig gruselige Zufälle. Agents go in, but they don't come out. Am I right? So you've already heard. Is it that dangerous? All I can tell you is that an agent's ability level determines the level of danger. The last communication I received from an agent indicated that the Divergence Catalyst was an extremely powerful monster. Wonderful. Stand by for the coordinates of the fractured dimension. The rift is in Bermia Gorge. Ah, okay. Be careful. Da waren wir auch drauf, nicht, ne? I don't like the sound of this one bit. And I owe you one anyway. I'll come too. If I didn't, who knows what horrible things our intrepid reporter here would write about me. Do you have to invent an excuse every time you help someone? Okay. Dann nehmen wir, weiß ich nicht, wen noch mit. Ich würde sagen, Mila war schon in der letzten mit, ne? Na, Elise ist auch in jeder zweiten mit, glaube ich, ne? Wie sieht's denn hier so Dingens aus? Ja, von daher würde ich eher sagen, Ron oder Mila. Ab 3 bekommen wir wieder was Tolles, ne? Aber ich möchte auch einen Heiler haben. Ja, was soll's hier, Ron? Du kommst mit. So, die Dinger habe ich glaube ich schon alle eingestellt. Kann mal gucken. Kreuzfeuer, flinker Klopfer und alles was. Boink. 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 Okay. So, Essen sollte ich mir vielleicht holen. Weil, ja, einfach so. Ich werde mir natürlich wieder hier so Elementerz-Dinger holen. Die sollte ich mal essen. Warte mal, ich esse mal meinen kurz und... Du dann direkt wieder einen neuen kaufen. So machen das die Profis, ne? So, das habe ich noch, okay. Können wir mal Neues herstellen? Marbo Curry groß, Mindstrom groß. Brauche ich dafür? Die Waffen möchte ich natürlich auch herstellen, wenn es geht. Hast du schon? Da haben wir alles. Elfenmantel. Haben wir alles. Mein Gott, das ist richtig gut. Schauen wir mal eins her. Ja, den hätte ich gerne. Reihenweiser Stäubling. Ja, hätte ich vielleicht alles auf Skin machen sollen, aber egal. Er hat Geschicklichkeit und Resistenz gegen Schusswaffen. Warum nicht? Fällt mir gerade ein. Erwin hat voll die große Nadelpfeile irgendwie als Waffe, ist mir aufgefallen. So, dann... Warte mal, irgendwas habe ich noch vergessen. Ich glaube, Strategie, ne? Entschuldigung. Ja, wenn ich offscreen bin, tue ich nicht verbinden machen. Weil ich möchte das alles kontrollieren. Ich habe wieder offscreen hier so ein bisschen trainiert. Was heißt ja trainiert, aber ich habe irgendwie dafür gesorgt. Ja, was soll's.
dass ich kurz davor bin, wieder alle möglichen Titel zu bekommen. Ja. Wen haben wir denn da? Die kennen wir doch. Hey, hey, hey. Sag mir nicht, wir müssen gegen die kämpfen. Right. I'm charged and ready. Where you at, Mr. Divergence Catalyst? I don't think it's quite that simple. Okay. Ach, hab ich auch schon. Stimmt. Hallöchen, na? Hagria? You're late, moron! Ow! I've been blowing up your phone all day! And why have you got these men with you? Was meinst du denn, wieso eine junge Dame Männer? Was meinst du denn, wieso eine junge Dame Männer bei sich haben könnte? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Nein, das linke klingt irgendwie falsch. Huh? And who is this doofus right here? So Jude dumped you, and this guy's your rebound? Really now? What? No. Whatever. Do you want to write your stupid story about the monster here, or what? About ecosystems and poachers, or whatever. Weird to hear you talk about complicated stuff like that. Huh? Hello, your story. Yeah. And Leia asked us along for backup in case there was any fighting. Right, Leia? Not a bad idea. Poachers have stuck that damn beast so many times, it's out of its mind. Right. What an airhead. I'm going on ahead. What is wrong with her? Keine Ahnung. Ist doch egal. Well, we might as well follow her. Yeah. If we're lucky, maybe she'll lead us to a clue. Ich mag Agria. Leia und Agria. Well, I never would have expected this. You and Agria chasing down a story together? What exactly is going on here? How should I know? I guess we work for the same company in this world? I don't know. Agria's a journalist? Oh boy. Although she does seem a lot more pleasant than the Agria from our world. Klingt, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Was für ein Mensch ist diese Agria denn? Ja. She was an odd one. It was like she refused to get along with anyone. It's hard to find the right words. Anyhow, I never thought I'd see her again. How am I supposed to react to this? I never thought you'd ask me that. How am I supposed to respond to this? Hey, don't imitate me. Komm schon, der war doch jetzt nicht nötig. Oh, watch out. But hey, I still think you need to get out. Ich hab die ganze Zeit nur auf Elvin rumgeguckt. Don't overthink it. Wait. You were trying to change my mood? Oh. Just a gentle push from a mature adult. No need to fall all over yourself thanking me. Trust me, I won't. Okay. Sie hat Gefühl, ich tue immer die falschen Entscheidungen treffen. So. Was haben wir in ihr? Na? Lassen wir erstmal hier alles einsacken. Nehmen. Nehmen. Wahrscheinlich werde ich dann in zwei Parts aufteilen. Weil, ja. So das Gefühl, werde ich nicht in einem Part schaffen. Wo muss ich überhaupt hin jetzt? Folge Agria und suche die Bedrohung. Ja, wo ist sie denn jetzt hingegangen? Ist sie hier rein? Weiß ich noch nicht. Ja, ne, ich gehe mal vielleicht erstmal rein. Na gut. Gut, jetzt kann ich ein paar Titel abgreifen. Das war wieder geile Musik. Warum trage ich denn den Mist schon wieder? Ey. Was, Rowan? Hast du irgendwelche Zauber ein? Verdammt.
Welche Level sind die denn? 36, ja, ist ja nicht schlimm, natürlich. Es ist ja während am Abwehren bitte. Also eben. Bams. Er müsste jetzt eine Trophäe bekommen. Also ich müsste eine Trophäe bekommen. Ich genau irgendwie 249 oder so hatte. Nee, 449. Time for our friendship pose. Peace. Love. Hope. Be consistent. Überladen, sehr schön. Mein Gott. Die Trophäe gefeiert wird. So, Prinz Ladefroh. Hieß der Titel, ne? Ja, Prinz Ladefroh. Und Ensemble-Mitglied. Oder Ensemble-Mitglied. Für die Spiegelung von allen möglichen Zeugs. Ja, Ron müsste, glaube ich, auch nur ein einziges Mal einen Zauber einsetzen, hat er auch wieder einen Titel bekommen. Weiß nicht, ich möchte das alles aufnehmen. Ich weiß auch nicht wieso. So. Dann. Gucken wir mal. Hier war doch, glaube ich, im ersten Teil auch immer was so in den Ecken. Ich glaube, hier war irgendwo drin, ne? Aber ist ja wieder ein Jahr vergangen, also muss ja irgendwas hier sein. Also muss mich, aber es könnte. Ich gehe jetzt bestimmt nicht in die Ecken rein und überprüfe da jetzt einmal. Doch, tue ich. Anscheinend. Ma. Ja, wird schon nichts Verpassbares drin sein. Glaube ich sowieso nicht, dass in Splitterdimension verpassbare Sachen drin sind. Oh, da ist eine Truhe. Jawohl. Faules Eisen. Duell im Besitz, ja super. Was halt. Dann gehen wir mal nach oben, nehme ich mal an. Wird schon der richtige Weg sein. Boah, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, das ist ja richtig schlimm. Hier kann man hoch. Wollte ich nicht reinlaufen, Mann. Okay, ich mach mal was. Wow. Ja. Ja, da auch irgendwie ein Knall. Ah, warum habe ich immer die... Da mach du mal irgendeinen Zauber. Da. Ron ist irgendwie nur als Dekoration hier, habe ich so das Gefühl. So, lernt man neue Sachen. Fortissimo und geistreiches Paar. Okay. Weiß ich nicht, geistreiches Paar ist, glaube ich, Ron und Leia? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Wo ist? Also, ich wollte schon sagen. Hier geht's runter und hier ist nix. Also, ein Schmetterling, den habe ich schon mal gesehen. In Nirkera letztens. Weiß auch, was meine ich. Jo, würde ich sagen. Ja, genau, hier war ich. Ja, I guess this is a future we could have had. Wenn sie nur nicht so durchgeknallt gewesen wäre. Komm mal her. Hier geblieben. Obwohl, das ist ja eigentlich Leias Geschichte jetzt. Deswegen versuchen wir mal Leia. Die habe ich ja vor dem ersten Teil gerockt. Also, wo ich offscreen gespielt habe. Ah. Hey, gewinnt. Ja, ich habe es mal geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Warte mal. Ich wollte eigentlich, ja, ich wollte doch die mit Ron eigentlich verbinden. Wie kurz davor sind, ihre Freundschaft zu binden. Fuck.
Oh nein, nicht die Viecher. Komm mal her. Hallo there. Haben die immer gesagt. So. Sehr schön. Komm mal her. Sehr schön. Wow, hat das viel gegeben. Er hat nicht hingeguckt, wie viele Dinge hat er gegeben? Viele? So, machen wir das hier. Dann gucken wir mal. Wow, da sind noch dicke, viele Sachen. Keine neuen Arts. Nee. Ja, lassen wir erstmal. Ich habe das Gefühl, wir sollten einige Schutz hier einsetzen, so Erdschutz und irgendwie so was. So, komm nun mal her. Und Link Charge. Was? Wir können doch Dingens einsetzen. Oh, sehr schön. Ihr sollt euch verbinden, verdammter Dreck. Was machen wir jetzt nicht? So, sehr schön. Danke. So, komm her, du. Oh, und das war, glaube ich, ein bisschen blöd, weil ich gerade eine Dings hatte. Ja. Sehr schön. Time for our friendship pose. Nein, nicht schon wieder. Einmal reicht für diesen Part. So, dann hier links möchte ich gerne haben Vitalität. Katzenkurier, genau, sollen wir auch mal machen. Oh, Fünkchen. Weiß nicht. Ich möchte mal mehr super geile Dinge haben. Und das hier. Was habe ich für dich auch? Nachher essen. Mein Gott, auf so viele Sachen musst du achten, ne? Ist doch nicht zu fassen. Habe ich jetzt eigentlich irgendwie so weit, was meine Abwehr uns erhöht? Weil wenn jetzt irgendwie ein Boss kommt, dann kriege ich Probleme. Ja, komm du mal, ey, du hast. Ich wollte eigentlich von den. Okay, ist doch von denen, ne? Okay, ja. Aber. Ich mache nur Power, das war sehr schön. Mein Gott, der ist ja gegen alles irgendwie anfällig. Oh, ich habe keine TP, super. Ja, komm mal her. Oh nein, jetzt bin ich auch noch gelähmt. Ich hab mich. Oh mein Gott, TP. Ist eigentlich blöd, ne? Ich habe jetzt unseren Heiler. Kannst du mal aufhören damit? Au! Deine Items können. Oh, ja, ich bin sehr gut vorbereitet. Oh, das gibt's doch nicht. Hör jetzt auf damit. So, jetzt komm her. Gibt's doch nicht. War sehr viel nerviger, als es eigentlich sein sollte. Oh, ich hab Apfelgummi bekommen. Sehr schön. Powerverbindung fortgeschritten. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Deine Art erlernt. Was denn? Luftdruck, ja, die kenne ich noch. Ich würde sagen, ich mache gleich mal einen Schnitt, weil ich muss aus privaten Gründen ein bisschen die Parts kürzer machen. Deswegen volle Möhre rein. Zack. Jetzt habe ich das mit dem Rhythmus raus. Boah. Ich kann echt die Abwehr voll Möhre durchbrechen. Wow, das war gut. Vielleicht, wenn du erwachsen bist. Ja,
Wir bekommen richtig gute Sachen jetzt gelernt. Ja, was gelernt? So. Stärkt mal eure Freundschaft, verdammt. Ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe, wäre sehr schön. Irgendwie ein sicherer Ort. Ja, ich würde sagen, hier gehe ich nicht runter. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.